So, und einen wunderschönen guten Abend. Heute schon 5 Minuten eher nach unserer kleinen Retro- oder 8-Bit-Runde bezüglich der Songs. Ich gucke gerade nur, ob alles läuft. Ich hätte mich fast den Stream wieder gestoppt. Ich dösbattle. Ja, noch etwas durch den Wind. Wie ihr mitbekommen habt, ich bin ja Dienstag nicht da gewesen. Ein bisschen privat, familiär, ein paar mittlere Katastrophen, wie man so schön sagt. Der ein oder andere, den habe ich ja kurz schon mal drüber gesprochen. Ich guck mal, dass ich so gut es geht durchhalte, durchziehe, durchdrücke und ja, durchrenne übrigens. Ja auch. Weil wir sind relativ weit bei Last Guardian schon gekommen. Aber ich sag's mal so, wie gesagt, aufgrund von gewissen Umständen bitte ich vielleicht zu verzeihen, wenn ich etwas schlucke oder durchhänge. Nicht, dass es sonst nicht üblich ist, aber heute hat's einen Grund. Ansonsten hoffe ich, ihr habt Spaß. Lasst euch unterhalten, denn auch wie es bei mir ist, heute spätestens, was, Bild im Stream? Welches Bild im Stream? Bad? Welches Bild ist im Stream? Hä? Paul, willst du mich verarschen? Paul? Da ist kein Bild im Stream. Hä? Bad? Moment. Nö. Das ist okay. Mein Bild ist drinne. Hi. Ich bin verwirrt. Ich würde sagen, bevor ich endgültig den Verstand verliere. Ach, du siehst mich nicht. Moment. Doch, alles gut. Wobei, jetzt bin ich da. Nicht weg. Naja, ein paar Minuten haben wir ja eigentlich auch noch. Daher können wir noch ein bisschen Blödsinn machen oder mich von Fallen verunsichern lassen. Ja. Und falls du es nochmal sehen möchtest, wie ich in voller Pracht aussehe, deswegen grüße ich auch mal die lieben Leute bei YouTube. Moinsen, guten Abend oder wann auch immer ihr das seht. Alles gibt es bei YouTube nachzuschauen. So. So, jetzt ist die Grundverwirrung komplett. Ich guck gerade mal. Also, ich hab's Trinken vergessen. Ich muss mal kurz nochmal an den schalldichten Kühlschrank. Oh. Das sieht auch leer aus. Genau, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt komplett den Verstand verlieren, oder ich vor zumindest, starten wir einfach direkt in das Geschehen. Ja. Groß vorbereitet ist noch nichts, das heißt, bevor das Ton losgeht, einmal kurz Last Guardian starten. Und Ranchan wird auch vertrieben. Ja, die gute alte Ranchan. Ich wollte mal ganz kurz Hallo sagen. Deswegen starten wir Geschehen mit Last Guardian. Übrigens, einen wunderschönen guten Abend an alle, die heute da sind. Das bedeutet, ich begrüße einmal den Chris, den Sakurion, den Kilion, der Fallen, der mich ja schon verwirrt hat. Die Miri ist da und auch an alle, die vielleicht nicht direkt angemeldet sind und einfach nur zuschauen, auch von mir einen wunderschönen guten Abend und ich hoffe, ihr habt Spaß. Ja, ich bin immer gerne so dieses Problemkind, ich guck gerade nur, dieses Problemkind, dass ich Angst habe, ich starte irgendwas und just in dem Moment, wo ich noch die Ankündigung mache, kommt irgendwie die Mega-Action und ich denke mir so, fuck, das hätte man jetzt drin lassen müssen. Ach, Quatsch, Fallen, alles gut. Wie gesagt, bei mir ist so etwas Grundverwirrung die Woche eh drinne.
Von daher, ja, Saku, auch bei uns geht der Wind. Ich wollte vorhin schon durchlüften, da hätte es mir fast das eine, das andere und das nächste durchgejagt. So, genau. Und da sind wir auch schon im Spiel drin. Und wir sehen ja unser Trico. Der war so etwas durch den Wind. Ich merkte, dass es einfach hungrig war. Also, das wissen wir ja vom letzten Mal noch. Und jetzt haben wir das Problem, was ich befürchtet habe. Wir dürfen wieder Spaß haben. Oder um es anders zu sagen, ja, junger Mann. Genau, das hatten wir ja beim letzten Mal das Problem. Dass... Ach, alles gut, Kilion. Ist doch lustig. Ach, also. Also wieder, ich umarme nur Wölfe. Keine Schafe, das wisst ihr aber. Vor allem du, Kilion. Ich kuschel nur riesige Flauscheviecher, die Flauschzähne haben. Okay, gucken wir mal. So, junger Mann, wo willst du denn hin? Lala, lalala, lalala, lalala. Frage, wo das Ding hin muss. Hallo, mein Name ist Mayhawk und ich begrüße Sie zu Planlos in Manhattan. Warum planlos? Nun ja, schau. Bleib da, da. Okay, da ist der Ausgang und da muss ich hin. Geh ich mal kurz. Gucken wir mal, ob er da. Ach, nee. Ich glaube, mich zu erinnern, dass. Moment. Theoretisch könnte ich davon hier einfach das werfen und dann. Ding! Vielleicht. Eine Kuh flog vorbei. Nein, nein, die hat bestimmt nur Rinderwahn. Ich habe gehört, die BSE-Kühe fliegen heute wieder tief. Und hüpf. Ja, ja, ja. Ein Déjà-vu. Nun gut. Dann auf ein neues. Kämpfen wir das Déjà-vu. Fass und du bleibst oben, sonst mache ich ein Fass auf. Ich habe mir übrigens auch mal die Komplettlösung, zumindest für den Teil, durchgelesen hier. Dieser blöde Wackelpfad, nenne ich es jetzt mal. Wirklich dieser blöde, bekloppte Wackelpfad, der mich ja letzte Woche so abgrundtief genervt hat. Laut Komplettlösung ist das wirklich der richtige Weg. Ich meine, ich versuche den jetzt irgendwie so ein bisschen zu cheaten, aber ihr seht ja selber. Von mir aus. Dasselbe, das gleiche, für mich alles durch den Wind. Auf jeden Fall, wie ihr ja gerade gesehen habt. Ja, ja, ja. Fass. Mach gleich ein Fass auf. Fass. Ich mach ein Fass auf. Fass. Ach Gottchen. Eh schon kommen, unser Fass trollt heute wieder. Tral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 
Also. Ich wollte gerade sagen, ich bin nämlich fassungslos, dass dieses Fass wieder diesen Blödsinn macht wie letzte Woche. Na gut. Ja. La 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 la. Das Fass blieb oben. Faszinierend. Es war fast schon gut. So. Und nun rüber mit uns. Beziehungsweise, jetzt kommt wieder der spaßige Teil. La 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 la. Junger Mann. So, und jetzt weg mit dem Scheißding. Warum? Weil jetzt ist mir nämlich egal, was passiert. Ich ist in Sicherheit. Und ihr habt ja das letzte Mal mitbekommen, wie lange wir da herumgemehrt haben. So gefühlte 12 Trilliarden Stunden. Mario und Luigi Run. Ich traue mich nicht zu fragen, was sie da gespielt haben. Weil es gibt verschiedene Mario und Luigi Spiele, die können richtig nervig sein. Trikot, ja, es gibt Futter. Fressack. Ja, ja, da. Und jetzt schnell weg, unser Fressack möchte nämlich futtern. Ah. Ich glaube eher, er möchte es noch auf dem Silbertablett serviert haben. Ah, soll ich es noch vorkauen? Ja. Und jetzt muss ich mal gucken. Also laut dem war die Lösung des Rätsels dieses blöde Teil. Bist du jetzt fertig, Trico? Ja, ist gut. Hast du dich jetzt abgeregt? Hast du dich jetzt fertig? Ja, so oder so ähnlich. Also irgendwo hier hat es mit dieser blöden Lore zu tun, dass wir hier nicht weitergekommen sind. Zumindest laut Komplettlösung. Wobei es mich gerade eher wundert. Na nü? Na nü? Na nü? Und schon sind wir weiter. Hi Kermit. Leider noch nicht. Chris wollte ja mal, dass ich das Monkey Island Spiel mal, also Monkey Island mal spiele. Also, wenn an unseren Grandmaster of Chief. So. Und siehe da. Unser großer Mann ist auch mit drin. Nur unser namenloser Junge möchte wieder nicht so ganz. Komm, hoch mit dir. Noch hast du die Chance, dich bei Trikot an... Ja, links, rechts, geradeaus. Gerade hoch. Na dann los, mein Großer. Wo geht's lang? Großer, komm. Du weißt ja, links, rechts, geradeaus. Genau.
Genau, dadurch. Na komm, husch durch. Ich meine, jetzt nur noch mal ehrlich, wenn wir schon so einen Riesen dabei haben, der übrigens nicht auf irgendeine Art und Weise gequält oder sonst wie wurde, keine Sorge, können wir doch eigentlich unser Riesentaxi auch mitnehmen. Rico, Doofkopf, komm. Ach, stimmt, da war ja was. Das Try-and-Error-Prinzip. Geht er jetzt mit? Ja. Kannst du mir bitte hochhelfen, Großer? Nein? Oder möchtest du mir nur leuchten? Ah, faule Socke. Hauptsache, du kriegst deine Fässer. Es grenzt ja fast schon an Blasphemie. Einen armen, kleinen Jungen einfach hier unten zu liegen. Na gut. Rosa, komm. Und wir probieren es jetzt ein zweites Mal. Also, River. Niver. Und rein. So, dann leuchte mal, Rosa. Okay, jetzt hat er... Nanü? Aha. Unsere wandelnde... glaube, unsere wandelnde Duracell-Lampe hat da was gefunden. Weißt du, Saku, der Unterschied ist, bei mir kommen keine Frösche zu Schaden. Das ist der Unterschied. So, und dann mal hoch mit uns. Und Trico, Abflug. Und hüpf und tata! Wir sind weiter vor einem Tor. Hihihi und hahaha. Gut, dafür habe ich einen komischen komischen großen Hunde-Ratten-ähnlichen Greifvogel etwas, dem ich erklären muss, wie er das Tor kaputt macht. Ja. Okay. Ja. Okay, ich habe doch einen kleinen Vorteil. Wobei wir jetzt just in diesem Moment vom Regen in die Traufe kommen. Denn, naja, da unten ist wieder so ein Teil. Irgendwo. Nanü? Was zum... Es gibt mehr als ein Trikot? Ja, es gibt mehrere. Und das ist nicht unbedingt die gute Nachricht. Ah ja, und da oben ist dieses komische Teil. Also ich sag mal, wir sind jetzt nur kurz mal so, um das Zeitspektrum mal zu sehen, wir wären jetzt so Pi mal Fenster bei der Hälfte. Und was willst du machen, Trikot?
Ich hab Angst. Man beachte, ich häng da unten am Bauch fest. Na gut, mach mal. Also wir sind ziemlich an einer gefährlichen Stelle und... sagen wir, wie gesagt, die Hälfte ist auf jeden Fall geschafft. Und ich möchte behaupten, vielleicht, je nachdem, wie wir uns anstellen, könnten wir sogar relativ schnell damit durchkommen, so gegen nächste Woche oder die Woche drauf. Ein weiterer Vorteil hat, meine Kur steht immer noch nicht fest. Das heißt, wir haben auf jeden Fall mehr als nur die Chance, das fertig zu bekommen. Auch wenn ich beim besten Willen gerade den Weg gefunden habe. Und genau, kein Fabelwesen kam bei diesem Spiel zu Schaden. Auch wenn da Blut ist, das ist nur Tomatenketchup. Der Vogel, er ist erfreut, denn der Efeu, der blüht gerade heut. Auf diesen Reim einen Tusch. So. Boah. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich wieder 50... Och, nö, oder? Ach, okay. Also, wir machen wieder Umwege. Und ich glaube, da möchten wir nicht rein. Zelda? Nein, nicht Zelda. Gandorf hat die Dame entführt und macht mit ihr gerade im... Ground. Na, bleibst du. Ja. Und mach mit dir gerade im großen, also im Grand Turm sadomasochistische Spielchen mit ihr. Du möchtest nicht wissen, was das aussieht. Ach so, Sakurien möchte Zelda spielen. Okay, das Bild kriege ich nie wieder aus dem Kopf raus. Wobei, ich glaube, Jan würde so ein Kleid nicht stehen. Wobei, das wäre mal eine schöne... Wobei, Moment, es wäre eigentlich mal so eine schöne Challenge. Wie viele Spiele schaffst du in... 2 Stunden. Wie gesagt, man kann ja mal so wirklich sich den Spaß machen und mal es drauf anlegen, wie viele Spiele schafft man so in 2 Stunden. Das wäre sicherlich eine lustige Runde. Auf jeden Fall, ja, wir sehen ja Trico, der springt immer noch darum. Man merkt halt doch, er hat mittlerweile... fast ein wenig mehr Bedenken um uns als vor diesem komischen Etwas. Und... ah. Oh, nö. Und tschüss.
Na nü. Frage, warte mal, wir machen es jetzt ganz einfach. Trico! Voll an dem Barthahn hängen geblieben. Und nun, Großer? Großer, ich glaube nicht, dass du... Ja, und jetzt? Ja, das war gut gemacht, Großer, und wir müssen jetzt genau wieder in die andere Richtung. Weil ich habe halt wirklich nein, da. Andere Seite. Trico, nein. Ich glaube eher, ich weiß, was es morgen zum Abendbrot gibt. Rüber mit dir, Vogel. Oh, Menno. So. Jetzt gehen wir. Da lang, genau. Alle hüpf. Und jetzt gehen wir. Nein, da. Ja, und ich weiß auch, wer der Fleischlieferant ist, wenn das blöde etwas nicht gleich mitspielt. Himmelarschenwolkenbruch. Wo geht's denn hier lang? Rico, da lang, gerade rüber. Ja. 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 Firma dankt. Und wir gehen jetzt da weiter. Ich hab Angst. Wo will der mich jetzt hin? Okay. Na, das sieht doch schon mal fast gut aus. Und jetzt laufen wir. Und du, junger Mann, hältst dich bitte daran fest. Ich sehe gleich was Neues. Ach Gottchen. Das hat so ein bisschen... Oh. Ich glaube, wir haben wieder voll bepackt mit neuen, mit tollen Sachen. Also steigen wir wieder von unserem Trikokopter ab und schauen, dass wir ja, uns um dieses Thema kümmern. Und runter mit dir, junger Mann. So. Ganz ehrlich, wenn das mal so, ich weiß nicht, so Jugendamtsstellen mitbekommen oder Elternwohlfahrtsverbände, was für ein Wahnsinn wir hier betreiben. Junger Mann, runter mit dir. Dressursimulator 2017.
Der Trikumulator. Wobei ich eher das Gefühl habe, das Spiel trollt. Dog. Ja, Meister. Moment. Ich glaube, ich gehe doch nochmal hoch. Nun gut. Also gehen wir wieder hoch. Ich echt so meine Probleme habe, genau zu wissen, wo ich hinbringen müsste. Ich habe so jetzt so die Ahnung aufgrund des Schweifes im Hintergrund. Aber man kann sich auch täuschen. Ach so. So ist das also. Eieiei, okay. Also, Rosa, einmal bitte retour und wir gehen wieder hoch. Trico, ich hab doch gerade eben gesagt, hoch mit dir. Bräuchte er gerade einen Fahrstuhl, weil irgendwie dieses unser Trikot nicht so möchte, wie er machen soll. Rosa, hoch mit dir! Da! Genau, hoch mit dir! Na? Und ding! Dritter Stock, Herrenbekleidung, Damenbekleidung und Herrenunterwäsche. Ach, come on. Junge, runter mit dir. Ja, ja, ich soll. Runter mit dir. So. Jetzt gehen wir zu den Herrenspielzeugen, zur Damenunterwäsche. Denn genau so kann man hier nämlich hoch. Und wenn er nicht gestorben ist, dann erschaffiert er sich noch heute. So. Und dann klettern wir mal. Und? Nanü? Nur noch alles richtig in Balance halten. Und junger Mann, wenn du jetzt runterfällst, kriege ich kein Wort mehr mit dir. Trico, könntest du bitte uns... Rico. Ach. Schnipf.
Es hat uns zwar fast erwürgt, aber scheiß drauf, es hat uns gerettet. Geh, Krocher. Geh, Hatschelbandel. So, und jetzt hoch mit dir. Junge. Gehst du mal dem hoch? Okay. Gut, Trico, du weißt ja jetzt, wo es lang geht, also weiter geht's. Oh, muss ich dir jetzt wirklich noch den Weg zeigen, Doofkopf. Juhu. Was hast du vor, Großer? Was hast du? Stimmt, das kann man schon sagen. Er hat mich nicht hängen lassen. Dafür braucht er bei manchen Sachen leider eine extra Einladung. Aber wir kommen voran. Oder wie man so schön sagt, müßig nähert sich das Eichhörnchen. Und nun? Kommt jetzt der große Moment, wo wir wohl lang müssen. Und in dem Fall, genau, mit einem Allee. Mit einem Allee-Krach sind wir auch schon oben. So, Großer und weiter geht's. Guck nicht so genau da hoch, da ist wieder so ein blödes Auge, Großer. Ja, eingemacht. Bist zwar fast abgestürzt, aber Großer, du hast es ja geschafft. Genau, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Da hoch, genau, 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 genau. Und da ist nämlich schon unser nächster Spielpunkt. Wenn er denn hochspringt. Genau. Frage, die sich jetzt stellt, reagiert er jetzt schon oder noch nicht? Okay. Och nö! Ja, das war, ich glaube, spätestens in dem Fall bräuchten wir eine neue Unterhose. Na nö? Na nö? Ja. Willkommen bei Trikot Nummer 2. Bei Trikot Nummer 2. Wir fragen uns, was ist da jetzt passiert? Ja, mag sein, dass ein klarer Fall ist, aber wir hängen einfach eine Runde ab. Weil es einfach mal so eine Runde alles baumeln lassen, das tut schon mal gut. Ja, ich glaube, Gesio kann es jetzt nicht viel machen.
Ja, klar. Nicht nur die Seele wird, lass man baumeln. Was ja jetzt eher viel krasser war, war es ja wirklich der... Frage, was war das andere eben? Komm, Äpfel pflücken. Hol mich runter, bitte, Großer. Oder auch nicht. Großer. Anstatt dass ich da einfach mal... Ich glaube, so kommt es sich auch gerade vor. Kennen Sie das auch? Sie hängen jeden Tag an irgendwelchen Masten. Sie kommen sich vor, als wenn sie in die Luft abdrückt. Ja, Sie kennen das? Dann hilft jetzt nur eins. Ab in den Urlaub. Wir zeigen Ihnen eine wunderschöne Seite dieser Welt, an der Sie definitiv nicht an den Kragen gepackt werden und an der Sie entspannen können. Mit sonnigen Stränden, weißen Bergen und vor allen Dingen Hotels, extra für Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Ab in den Urlaub. Entschuldigung. So. Dann haben wir den Spaß aber mal hinter uns. Jetzt sind wir hier mal runter! Da bin ich Trikot 2000. Zweimal. Ja, ja, ja. Da geht doch. Ja, ja, und nun? Ja. Ja. Komm her, komm her. Ja! Für was das so ein langer Schniepel gut sein kann. Also Schwanz, nicht Schniepel. Nicht das, was ihr denkt, ihr Ferkel. So, dann einmal am Allerwertesten vorbei. Und wir sind wieder im Geschäft. Auch wenn unser Geschäft eher... Ach nö, Großer. Na gut. Ja. Damit... Ich erkannte diesen Ort. Wir waren durch die Decke gestürzt und hier gelandet. Wo auch immer hier ist. Ja, komm. Ach, er hat wieder Hunger, der Fressack. Dann runter mit uns. Na denn, gucken wir mal, dass wir ihm was zu futtern holen. Hat er sich ja nach der Aktion auch verdient, der Große. Fabeltier setzt sich wieder.
beschloss, mehr Fässer zu suchen. Wo auch immer wir nach Fässern suchen. Würde ich eher mal sagen, Trikots Magen ist ein Fass ohne Boden. Ich glaube, hier geht es dann nachher eher weiter, oder? Könnte sein. Nun gut. Achso, da ist es. Und siehe da, wir sind beim Fass. Faszinierend. Da raus! Nicht Hoden! Boden! Oh, Menno. Das ist so doof. Mal aber ernsthaft, muss ich jetzt echt den ganzen beknackten Weg links nach rechts kretteln? Ja, er wurde entschniepelt. Nun gut. Also schauen wir mal, ob wir das Spiel ein wenig verhunipiepeln können. Komm. Nö. Nun gut. Ja, oder so. Dann, und rüber mit dem Fass. Junge. Wo wir klettern können. Also schon, Anlauf und spring. Und spring und Anlauf. Schnell hinterher, bevor das Ding mir wieder runterkracht. Ich komme mir vor, als wäre ich der Kraxelhuber. Fehlt nur noch diese. Die Musik auf dem Preis ist heiß im Hintergrund. So. Links, rechts, geradeaus. Wir sind da. Zumindest haben wir jetzt eine. Hi, Miri. Mindestens haben wir ein Fass voller Spaß. Und ich glaube, Trikot hat nur noch ein Auge. Nein, nein, junger Mann, du hast noch ein... Jo. Wir waren wirklich hier schon mal gewesen. Und? Oh. Ich glaube, er hat wirklich bei der Aktion ein Auge verloren. Ups. Na komm her, Großer.
Schön wär's. Aber vielleicht ist er hinter einem der Tore. Wählen Sie aus. Tor 1, Tor 2 oder Tor 3. Ja, bestimmt. Aber irgendwie tut mir jetzt der Große trotzdem leid. Auch wenn er teilweise ziemlich störrisch und bockig ist, aber... So wie der jetzt aussieht, so zugerichtet, tut mir eigentlich wirklich leid, das arme Ding. Was mich aber eher etwas verwundert ist, sind die Hörner gewachsen? Naja, mit dem zweiten sieht man besser. Moment, ich gebe mir selbst einen Witz dafür. Meine solche schlechte ZDF-Anspielungen, die müssen bestraft werden. Die nehmen den Umschlag und da ist drinne, tut mir leid, der Zonk. Nehme ich nüscht. Oder anders gesagt, Moment, nehmen die den Umschlag. Oh, ist nur meine Rechnung. Aber vielen Dank, Chris, dass du den bezahlst. Also, eine Rechnung von der Telekom für Christian Leiser. Vielen Dank fürs Bezahlen. Ja. Na, Großer, und noch einen Sprung schaffst du. Warum war mir das so klar? Ach komm, sag nicht, ich muss jetzt noch meine ganzen Kraxelweg ma... Na nü? Okay, er hat immer nur noch ein... Er hat selbst immer noch ein Auge. Und... Wir keine Ahnung, wo es lang geht. Das sind ja jetzt solche Sachen, diese Entscheidungssachen, die sind jetzt eigentlich mittlerweile schon immer drinne. Inwiefern das jetzt natürlich auch bei Last Guardian... Ja, was denn, Großer? Inwiefern das bei Last Guardian Einzug hält? Keine Ahnung. Aber effektiv, so ähnlich hast du es ja bei Fallout zumindest ja auch. Da... Mal kurz richtig hinsetzen. Da ist es ja auch so, dass wenn du gewisse Sachen halt passieren, du die erstmal heilen musst. Und wenn du gewisse Aktionen durchführst, die, ich sag mal, ob gut oder schlecht sind, naja, auch die haben dann... Bäh. Schepper, schepper, schepper. Schmumms, schmumms. So. Was hat er denn da? Ach komm, bitte nicht schon wieder so umkommen. Was ist es denn? Oh. Ich glaube, unsere Blechsoldaten haben dazugelernt. Und ich glaube, jetzt sind wir diesmal auf uns allein gestellt. Star, du hast die Kuh gesehen? Etwa die Kuh Elsa? Oh Gott. Schauen wir mal, wie wir das am besten machen.
gut. Oh, Chris, jetzt habe ich einen Ohrwurm, wenn das... Da. Chris, jetzt habe ich einen Ohrwurm wegen dir. Ach, ich liebe solche. Oh Gott, jetzt kommt der Zauberer von Oz. Was kommt noch als nächstes? Die unendliche Geschichte? Wer sich jetzt übrigens fragt, Dorothy im Tornado, das ist die Geschichte vom Zauberer von Oz. Ein Kind aus Kansas, in dem Fall Dorothy. Genau. Also wie gesagt, die, der Zauberer von Oz, es geht darum, dass, hoch mit dir. Ach Gott. Das Mädchen fliegt im Tornado. Fällt in Tornado mit ihrem Hund und möchte halt erstmal wissen, was passiert ist. Als sie wieder wach wird. Nee, Fuhu ist viel hübscher. Jo, ja. Auf jeden Fall, sie wacht dann in einem fernen Land auf, welches halt Oz genannt wird. Und um da wieder zurückzukommen, muss sie halt den Zauberer von Oz finden. Ich glaube, das war irgendwie so ein Architekt oder irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall, gleichzeitig trifft sie drei Wesen. Das war einmal der Löwe, einmal die, warte mal, Löwe, Zinnsoldat oder Roboter und die Vogelscheuche. Und alle drei wollen halt was haben, auch vom Zauberer. So schließen die vier sich zusammen und suchen halt den Knilch. Wie anstürmen? Moment, kann ich ihn einfach so... Okay, geht nicht. Hätte ja sein können. Ja. Auf jeden Fall, alle müssen halt dann so innerhalb dieses Filmes dann... Na nü. Müssen dann innerhalb dieses Films dann halt... so ein bisschen über ihren Schatten springen und zu erkennen, was sie... Ach ja. Was sie dann halt erreichen wollen, das erreichen sie dann halt automatisch, weil sie halt quasi ihre Sachen... Come on! Ich glaube, ich... Na komm. Einer ist weg. Und Nummer zwei. Okay. Jawohl. Und tschüss. Trico.
Ja. Es wird nur noch, dass er sagt, ich bin Groot. Auf jeden Fall ein paar 10 Soldaten weniger. So, was mich halt jetzt eher wundert, ist, was hat's mit den Dingern auf sich? Wohl nicht. Nun gut. Ich glaube, jetzt kletter ich bei denen erstmal lieber wieder hoch, weil da geht's nämlich raus. Kleinen Moment, kurz nur. Ich höre wieder was. Was mir so, ja, nichts. Was? Och nö. Nee, aber auf jeden Fall, um nochmal zum Zauberer von Ost zu kommen. Ich kann die Geschichte auf jeden Fall empfehlen. Ihr solltet euch aber auf jeden Fall und definitiv die Hintergrundgeschichte zu dem Zauberer mal vornehmen, weil es doch eine sehr interessante ist. Und Trico hat sich gerade eingesperrt. Weil es halt wirklich sehr interessant ist, gerade auch über, ich weiß nicht mehr, wer das war, der das geschrieben hat, aber er hat auch ein sehr interessantes Leben gehabt, also alles in allem auf jeden Fall sehr, sehr spannend. So, nun sind wir aber hier erstmal wieder bei uns, weil wir sind definitiv in einem Problemfall, was nicht mit Ost zu tun hat. Ja, Trico ist doch gut. Komm, husch durch. Da. Ein Piepen. Dreh mal einen Ton ein Mühe runter, wenn es wieder so laut sein sollte. Ich hoffe, dass es dadurch nicht, dass es nicht von uns kam. Ansonsten tut ich mir leid. Wo? Chris? Chris? Atakuji awizi, yedu natiku, ino jo niatu. Ich fiel durch die Luft und hat das Ende für mich wert. Doch dann empfing mich die wohlige Wärme dieses Tiers. Genau, Lion Frank Baum. Wie gesagt, sehr interessanter Schriftsteller. Kann ich nur empfehlen. Und Chris, könnte jemand ihm bitte einen Witz verpassen? Wäre super. Aus dem Osten. Oh. Chris, noch so ein Ding und ich zwinge dich dazu, nochmal nach Dan zu fahren. Oh. Ist schon okay. Wir machen ja immer nur Spaß. Einen wunderschönen guten Abend, Toki.
Und so viel Glück wie ich habe, darf ich mal vermuten, ich werde jetzt gleich die Weichen stellen. Ja, Trico ist gerade wieder... Naja, ihm geht gerade einer ab, so wie ich mal vermute. Und wir dürfen jetzt durch den wohligen Rauch von vielen verschiedenen Sachen und Düften hier den Weg finden, wie wir die Weiche stellen. Na nü. Wollt ihr mir sagen mit den Truhen? So ähnlich. Eigentlich ist, also, effektiv ist Dahn so ähnlich wie Düsseldorf für Köln. Also, Hauenstein und Dahn ist so ähnlich wie Köln und Düsseldorf. Ja. Jetzt bräuchte ich den AJ. Weil der wüsste genau, was ich zu tun habe. Weil der kennt sich nämlich mit Schaltsystemen aus. Ach, nun gut. Ja. Gut. Wie komme ich an den Schalter, an den Hebel? Schauen. Ach, guck, einer schau. Da oben. Nein, AJ. Jawohl. Zack. Kostet sonst zu viel Zeit. Zeit haben wir nicht. Also, Schalter umlegen. Tada! Wir kommen voran. Ich sag ja, müßig nähert sich das Eichhörnchen. Und Ali hüpf. Und wir können weiter. Und Trico nimmt sein Katzengras mit. So dass wir gen Sonnenuntergang hoppeln können. Ich glaube, wir sind abgeschmiert. Alles außer Bremen ist Ausland. Ist das nicht irgendwie bei jedem so, der so eine gewisse Routine hat? Ich meine, bei uns im Osten war es ja auch so, alles was von drüben war, war ja halt von drüben. Rico. Weil ich jetzt schon sagen würde, dass unser großer, dicker Klotz jetzt mal langsam, aber sicher runterkommen sollte. Jo. Und? Jo. Ich glaube, ich sollte wieder auftauchen. Danke.
Ja. Oh ja, ich brauche ein Visum, um das aus. Nein, ich brauche nicht ein Visum, um aus Offenbach rauszukommen. Ich brauche eher ein Visum, um in andere Stände mit meinem Offenbacher Personalausweis reinzukommen. So sieht's aus. Esse. Vor allem das Schöne ist, man beachte, wo die Angelroute ist. So unscheinbar blickt ein Schwänzchen empor. Atakyam, Inosuke dasta sadu, yewoje kui. Ich weiß, dass du ohne Hilfe diesen Ort nie verlassen würdest. Deswegen greife ich einfach mal den... Keine Ahnung, frag doch mal Donald Trump, der kennt sich doch mit Mauerbau aus. Und schon geht's aufwärts. Schon geht's hoch. Bums. Und ich glaube, unser Trico ist ein bisschen traurig, da er jetzt sein Katzengras nicht mehr hat. Egal. Wir müssen da lang. Dreh um. Aber ich will Katzengras. Mir doch egal. Dreh um. Katzengras? Katzengras. Trico, da, wo wir hingehen, gibt es fässerweise Katzengras, die nur auf dich warten, beschnüffelt zu werden. Naja, wenn dein Haus Offenbach heißt, dann weiß ich nicht. Also ich muss effektiv sagen, ich mache drei Kreuze, wenn ich aus Offenbach rausziehen ausziehen darf. Und auf welche Basis ich hinarbeite, die meisten wissen das schon, Chris und Tamara auf jeden Fall. Und das ist auch für mich so der Punkt, wo es für mich geplant ist, weiterzugehen, weil... Ich bin ehrlich, Offenbach ist für mich eher eine Katastrophe als eine Stadt. Achso, ich muss ihn erstmal beruhigen. Rosa, ist doch gut. Mein Haus heißt... Na, mein Haus heißt einfach 8. Und bist jetzt fertig mit rumcheppern, Trico? Gut. Dann schauen wir doch mal, wo wir hier gelandet sind. Und immer noch sieht es nach einem langen Weg aus. Ein langer und verketteter Weg. Ja. Ich hatte keine Wahl. Ich würde nach weiteren Fässern suchen müssen.
Na nü? Das Glück uns hold. Haha. Wenn wir es jetzt schon so einfach hätten. Na dann, gute Nacht. Sind wir mal ehrlich. Ist doch logisch, dass wir jetzt schon... Och nö, come on. Okay, und jetzt geradeaus das Ding. Ach komm schon, da ist noch... Was ist denn da? Oh, 2 mm, Ey, das sind 2 mm Bordstein. Und der macht so ein Fass auf deswegen. Komm, jetzt geradeaus und dann bist du schon da. Einer. Bin ja jetzt eher mal gespannt, wie wir das jetzt schaffen wollen. Junge, 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 Junge. Kannst du eigentlich? Komm, hinter dir. Der Nick hat einen Karlauer gebracht. Was hat unsere Katze im Glas denn abgelauert? Oder besser gesagt, warum hat sie denn den Karl aufgelauert? Ja, Kilian, schön für dich. Aber bitte, nein. Okay, die 2 mm des Schreckens haben wir auch schon mal hinter uns gelassen. Und er steht. Junge, nimm das Fass. Gehst wieder hoch. Dich? Ach komm, Junge. Schon mal was von auf der eigenen Achse drehen gehört. Ja und nein. Okay, zweiter Versuch. Junge. Okay, das Prinzip der Physik üben wir noch ein wenig. Dritter Versuch. Tata. Einfach nur ein einfacher Wurf und... Wir werfen daneben. Ich sag's und jetzt ein einfacher Wurf und durch damit. Das ist nicht die Zeichen, die, weswegen der da ist. Der ist einfach verkalkt. Junge, Fass hoch. Leute. Oh. So, stopp. Nimm das Fass.
Genau. Und jetzt versuch, die einzige Stange vermeiden zu treffen. Ist doch gut, Trigo. Es ist schön, dass du was zu futtern hast. Ich weiß. Können wir jetzt bitte weiter? Die Luft wird stickig. Junge. Wobei mir einfach auffällt, wo geht's lang? Nanü? 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 Und alle hüpf und wir sind durch. Wenn er denn? Wenn er denn? Wenn er mal von ihm springen. Arg. Danke dir. Drücke, um zu hängen. Okay. Die Frage ist jetzt, wo führt uns der Weg hin? Übrigens, jetzt wo wir immer mal hier so abhängen, ich finde das, man kann jetzt sagen, also was Steuerung angeht, hat er schon so seine Problemchen, aber was für ein geiler Ausblick. Das muss man echt schon sagen, was für ein richtig schöner Rundumblick. Doch, trotz allem, was Monumentalismus angeht, wir finden keinen. Ich glaube aber zu ahnen, wo ich hin muss. Sind wir auf einem Dach. Und nun sind wir an einem Vorsprung vorbeigefallen. Nun gut. Ich weiß es nicht, ich wusste, was zu tun ist. Ich ließ das Tier zurück und rannte! Frage ist, wird Trico uns das vergessen? Oder besser gesagt, wird er uns das verzeihen? Nicht nur verzeihen.
verzeihen. Im Gegenteil. Er gibt uns eher noch einen hinterher, weil wir uns nicht einfach an ihn gehalten haben. Ah, schön. Das ist Freundschaft. Und nun? Geht es zurück in die luftige Höhen. Ich glaube mal, im Endeffekt müssen wir auf diesen Pfad da unten hin. Das wird so unser letzter Punkt vielleicht sein. Oder? Können wir jetzt schon dahin? Zumindest grinst er mich extremst an. Trico, was würdest du sagen? Okay. Ja gut, komm. Ich weiß nicht, aber es sieht für mich aus wie so ein riesiges... Es ist ein riesiges Kolosseum. Und die Frage ist... Was hat es zu bedeuten? Okay, ich glaube, ich muss mich an Trico halten, weil... Ach, die Dinger wieder. Ach, come on. Ich sehe schon etwas, was mir überhaupt nicht gefällt, deswegen gleich mal ran da und die Speere rausgeholt. Okay, das sind jetzt Punkte, da wollte ich eigentlich nicht hin. Ist doch gut, Trico. Weil ich sagen muss, wenn mir so ein Speer im Arsch hängen würde, ich glaube, ich würde auch nicht drum späseln. Und raus damit. Oh, und jetzt mal ein wenig streicheln. Genau. Alles gut. So. Und nun sind wir in einem Kolosseum.
Wobei man ehrlich sein muss, man kann nicht genau erkennen, was es mit dem Ding überhaupt auf sich hat. Na nü. Nun gut, ich vermute mal, du willst mir sagen, dass ich da ranklettern muss. Doinski, Doinski, Doinski. So. Das bedeutet, wenn Trico da rumspielt, muss ich... Ja. Oder so. So, und jetzt runter mit dir. Oder so. Oder so. Warum habe ich gleich das Gefühl, als wenn ich hier Freiflug mache? Werden wir gleich sehen. Okay. Ich ahne was, ich... Er wird doch jetzt nicht etwa wirklich. Er wird doch nicht. Ja, ich würde mal sagen, der hat seinen Spaß besser als Achterbahn. Na nü. Okay, das waren also nur die Tore. Das Gatter ist leider noch geschlossen. Okay. Also nochmal durchschauen. Na, ich sag ja, besser als Achterbahn. Ich ahne was. Und ich glaube nicht, dass ich eigentlich hier sein möchte. Oh. Okay, so viel zu dem Thema, wie ich... Schalter übersehen? Schalter übersehen? Wo? Nee, der ist betätigt. Da ist das Tor, wo ich wieder einen Schiss bekomme. Und da habe ich einen Schalter übersehen. Danke dir, Star. Danke dir, du Stern meines Gaming-Lebens. Mm-hmm.
Aber weil wir jetzt gerade bei dem Thema mit den Tieren sind, können wir ja mal so einen kleinen Off-Topic machen, weil ich habe letztens eine Story gelesen, ich weiß nicht, wie lange die schon rumkursiert, aber vielleicht habt ihr es ja auch mitbekommen. Ihr kennt doch den Film Snow Buddies. Das heißt, wo die... Ist so von Disney ein Film, wo es um Welpen geht, die immer irgendein Abenteuer erleben. Und bei Snow Buddies war halt ein Husky mit dabei. Jetzt war letztens eine Nachricht zu lesen, dass bei dem Film Welpen nicht nur zu Schaden, sondern wirklich ums Leben gekommen sind. Ich meine, man hat ja dann doch eigentlich so eine Art Kodex, dass man verhindern möchte, dass sowas passiert, aber irgendwie hat wohl laut Medien der Züchter Disney so ein bisschen übers Ohr gehumst und kranke und zu junge Welpen quasi zur Verfügung gestellt, die dann halt verstorben sind. Ich weiß nicht, was haltet ihr denn eigentlich da von solchen Stories? Okay. Okay. Ich glaube, hier müssen wir also vorher was erledigen. Auch wenn ich nicht hundertprozentig weiß, was genau. Also würde ich sagen, wir laufen einfach noch einmal zurück. Im Zweifelsfall ist rückwärts das neue vorwärts. Alles klar, Star, bis gleich. Ich wollte gerade sagen, theoretisch sollte ja hier noch was sein, praktisch, naja. Wohl eher nicht. Ich frage mich immer noch, was es mit diesen Statuen da auf sich hat. Nicht. Darauf half und gar nicht. Na gut, gehen wir wieder zurück zu unserem Großen. Und ich weiß leider immer noch nicht, wo und wie es weitergeht. Daher einmal nochmal hoch mit uns. Ach, übrigens schon gemerkt, er hat wieder beide Augen offen. Seht ihr? Alles gut. Wie ist das live? Natürlich ist das live. Rico, Abflug. Ja, was willst du denn da? Ist doch nichts. Nur Wolken. Da. Weißt du was, dann geh ich halt. Dann geh ich halt alleine. Wobei ich mit einer Sache halt wirklich. Oder wobei ich bei einer Sache echt sagen muss, ich habe keinen blassen Dunst. Ach so. Nein, nein, das ist alles Aufzeichnung. Weißt du, das ist alles Aufzeichnung. Und ich habe extra schon vorhergesehen, an welchen Punkten ich eingrenzen muss. Oder wo ich, besser gesagt, mich einbringen muss. Das ist alles geplant.
Okay. Ich bin ehrlich jetzt, also normalerweise ist es jetzt nicht so mein Fall. Es sei denn, es ist halt wirklich so ein bisschen so ein Umgekruxel wie jetzt hier. Aber es geht wirklich da hoch. Also, Großer, umdrehen. Das Spielenavi hat gesagt, du willst jetzt unbedingt zum Wasserfall. Und du weißt, du musst das machen, was das Spielenavi sagt. In dem Fall geht es jetzt da hoch. Alles klar, Fallen. Ich wünsche dir was. So, da muss er jetzt hoch. Da gehst du auch hoch. Mit einem kräftigen Sprung. Jawoll. Und jetzt kommt etwas, da bin ich jetzt mal richtig gespannt, weil, wie gesagt, ich habe jetzt ja mal ein bisschen schon mal vorgelesen. Und wenn... Oh, Gottchen. Das Steuerung. Junge. 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 Wenn ich jetzt nämlich richtig gelesen habe und der Junge sich jetzt mal ausmehrt, kommen wir jetzt hier nämlich gleich da zum nächsten Punkt, der relativ interessant wird, denn unser großer Freund hier ist nämlich wasserscheu. Ja. Aber bevor es erstmal weitergeht mit dem Wasserscheu, kriegt er erstmal was zu fressen, was Leckeres. Ja, Nomf, 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 Nomf. Schrumpf, Mumpf. So, oh mein Großer, da geht's hoch. Die Richtung. Du bist ja auch ein Stern. Ich glaube, Sterne sind nicht unbedingt so die Wasser... Draco. Sind nicht so die besten Schwimmer. Nein, andere... Genau. Da hoch. Ich nicht so schwer. Wie eben. Anvisieren, zielen und Sprung. Das sieht ja alles andere als freundlich aus. Würde mal sagen,
Hier müssen wir eine Runde schwimmen. Okay. Ein Versuch war es wert. Lass mich raten, Draco guckt ein wenig. Oh, 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 gleich gibt's einen Flatsch. Und et voilà, wir haben Draco Schwimmen beigebracht. Frage ist ja jetzt eher, wo geht's lang? Und so wie es scheint, hier eher nicht. Ich vermute ehrlich gesagt, dass ich hier wieder tauchen muss. Ich glaube, das ist da. Genau. Na, und hoch mit uns. Junge, hoch. Hoch. Jupp, das ist so unser ominöses Wassertempel, was wir jetzt haben. Ihr wisst ja, in jedem Spiel ist ein Wassertempel dabei. Indem wir uns immer wieder über die Schwimmphysik ärgern, weil sie es einfach nicht auf die Kette kriegen. Und jetzt, Junge? Junge, ist doch eine Leiter. Okay. Bin ich mal gespannt, ob er es macht. Draco? Andere Richtung. Doch, dann nannte man es Regen. So, damit haben wir das Ganze überstanden. Ich hab, glaube, Bitburger ist gerade eher das kleinere Problem, weil ich habe echt keinen blassen Dunst, wie es jetzt hier weitergeht. Ugh.
Oh. Plump. Unser lieber Freund kann ja jetzt schwimmen. Okay, das war jetzt wohl eher ein Schleudergang als statt eine Achterbahnfahrt. So. Und Alakazam, wir sind auf einer anderen Ebene. Der ich jetzt aber sagen muss. Da ist die Zeit schon wieder vorbei. Ich muss sagen, da haben wir doch heute eine Menge geschafft, auch wenn unser lieber Storfreund... Oh, Moment. Ich muss da gerade mal auf einen Moment rumschalten. Schade. Moment, ich mache das jetzt mal kurz so, weil da war jetzt gerade ein Bild dabei, das Trikot sich so ein bisschen an unseren namenlosen Jungen angeschmust hat. Ich fand das jetzt gerade eigentlich... so kuschelig, dass ich jetzt einfach gedacht habe, ich muss schalten nochmal schnell um. Vielleicht macht das ja nochmal. Nein, er macht's leider nicht mehr. Gegenfrage. Ist das wirklich im Himmel? Es sieht eher aus, als wenn es im Tal ist. Nee, gut, er macht's nicht. Schade. Ja. Das war's auf jeden Fall mit Last Guardian. Für heute. Nächste Woche geht's weiter. Morgen ist Final Fantasy Friday mit unserem lieben Chris. Zum einen Final Fantasy X. Er wird euch zeigen, was das Grinden gebracht hat. Oder mit der Frage, ob es überhaupt was gebracht hat. Aber die Frage beantwortet er euch morgen am besten selber. Genauso wie mit der Frage, wie geht es eigentlich unseren vier vom Carport weiter? Das macht Tamara. Dann direkt im Anschluss 20.15 Uhr bei Final Fantasy XV. Mein Name ist Mayhawk. Ich freue mich, dass ihr heute dabei wart. Zum Abschluss noch eine kleine Sache. Wie gesagt, ja, ich habe ja gesagt, die Woche am Dienstag ist bei mir ein bisschen was passiert. Ich möchte mich da ganz herzlich bei der Bagger-Crew und auch bei euch als Zuschauern echt danken, weil es macht immer wieder mir eine Freude, hier da zu sein. Und es ist einfach gerade das, was mich auch ein bisschen am Laufen hält. Deswegen, wie gesagt, das wollte ich heute mal von mir geben, auch wenn ich es jedes Mal mache, aber heute wirklich ganz tief. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns am Dienstag spätestens wieder bei Digimon Cyberschleutz. Auch da geht es langsam dem Ende entgegen. So, ansonsten war es das von mir für heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Oder bis wir uns das nächste Mal sehen und hören. Ciao.